Hallöchen, Popöchen. Resident Evil 4, Berserker Mode. Ihr wisst Bescheid. Let's go. Gehen wir handeln. Thank you. So, ich kann dir zum Beispiel einen 2 Spinellis verkaufen. Ich heb mal den ganzen Stuff hier noch auf. Wenn wir es nicht unbedingt brauchen. Es gibt vielleicht später mal so Passagen, wo ich einfach sterbe. Wo ich einfach nicht weiterkomme. Und dann bin ich froh, wenn ich einfach ein bisschen was zu verkaufen habe und dann können wir ordentlich upgraden. Ah ja, genau. Oh, wir haben ja schon... Oh! Jawohl. Hey, kann ich die Killer 7 jetzt eigentlich verscherbeln? Schon, ne? Das können wir nämlich auf jeden Fall jetzt gleich machen. Die Killer 7 kann weg. Killer 7 ist ein geiles Spiel. Ich mag weirde Spiele. Ich habe ein Herz für so ein bisschen... so exzentrische Spiele. Und wenn die dann auch noch Spaß machen. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Dann ist cool. Langsam verstehen wir dein Stirb mir da draußen. Und Killer 7 macht das. Killer 7 hat einen sehr eigenen Style. Das erkennst du aus 1000 Spielen mit Cell-Shading-Look auch sofort raus. Das hat eine sehr interessante Erzählstruktur. Das ist einfach schon ein sehr cooles Spiel. Das mag ich wirklich sehr gerne. Und dann macht es auch noch einfach echt Spaß, weil es halt so eine wacky Schießbude auch so ein bisschen ist. Mag ich. Auch wenn es ein paar Level gibt mit ein paar Gegnertypen, wenn ich da dran denke, dann kriege ich heute noch... Herzrasen. Okay, nächste Stelle. Sind wir dafür bereit, Leon? Wir haben keinem... Leon, wir haben überhaupt nichts mehr. Mögen die Arena-Loot-Götter gnädig sein. Wir könnten uns eine schwere Handgranate craften. Ich crafte mal gar nichts. Vielleicht benutze ich die Klospülung. Ich benutze die Klospülung ungern. Aber manchmal ist es klug. Kick! Falcon Kick! Werter Herr, ein wahrer Gentleman. Der wahre Gentleman kommt jetzt erst. Der will uns doch nur runterhelfen. Sei doch nicht so. Guck. Erfolgreich. Sind die eigentlich schwach? Du schuldest mir was. Sind die eigentlich für ihre Größe sehr, sehr schwach? Weil warum hat der Leon in der Hand und zerquetscht ihn nicht einfach? Der will ihn doch töten, oder? Naja. Ich bin zum Glück nicht der Elgigante General. Ich muss mich um sowas nicht kümmern. Ich wäre gerne ein Elgigante General. Stell dir vor, du hast so eine Armee von Elgigante. Ich meine, man muss, weißt du, das stellt man sich immer so ein bisschen, das romantisiert man, glaube ich, ein bisschen. Man sollte... Man sollte aber nicht vergessen, dass man die auch irgendwie füttern muss, zum Beispiel, ne? Wir sehen ja sogar in Resident Evil 4 im Dorf, wohin das führt. Ich frage mich echt, ob ich den mit der Dynamitstange absichtlich leben lassen sollte, weil der könnte mir echt helfen in dem Kampf. Ich frage mich, ob der sogar den gepanzerten Schaden zufügen könnte. Nein, jetzt ist er tot. An was ist er denn bitte gestorben? Hat er das gehört? Kann ich die Plagger mit umgekehrter Psychologie besiegen? Okay, Luis, wenn die beiden Elgigante sich gegenseitig töten würden, dann hätten wir wirklich ein Problem, wir zwei. Weil dann, wäre das schlecht. Hoffentlich machen die das nicht. Ah, guck, und schon tötet der eine Elgigante die Oma. Dammit. Yes! Das war ein guter Treffer. Aber jetzt habe ich hier gerade ein bisschen ein Problemchen vor mir.
Einmal Blendgranati vielleicht ein bisschen rein, oder? Naja, okay. Oh, come on! Nein! Und jetzt habe ich keine Blendgranate mehr, oder? Kann ich auch keine mehr craften? Doch, kann ich. Gut. Ich hasse die Dinger. Ich habe nie nachgesehen, das frage ich mich nämlich schon von Anfang an, schon immer, ob meine Messer-Upgrades bei diesen Cutscenes zählen. Ob die dadurch signifikant stärker werden, wenn ich mein Messer hochlevel vom Schaden her. Ich kann es nicht sagen. So. Das wird laut. Oh. Ich bin echt ein bisschen aus der Übung, merke ich. Gerade was so Reaktionszeit und sowas angeht, aber gut. Geht schon noch. Und ich komme ja auch wieder rein. Nein, du bist doch mein Schutzschild. Warum raucht denn der so? Ah, guck mal. Nummer 1 ist tot. Sehr schön. Kann ich mir immer noch überlegen, ob ich Nummer 2 im Klo runterspülen will. Eigentlich nicht eben genau deswegen, ne? Wegen dem köstlichen Loot. Aber ich glaube, ich höre schon wieder eine Kettensäge. Eieieiei. Okay, na gut. Das ist natürlich blöd. Ja. Danke. Ich hoffe ein bisschen, dass die sich ja alle ein bisschen gegenseitig umbringen, wenn ich nur lang genug um die rumtänzel. Aber ich habe Angst, ne? Weil so eine Kettensäge... Aha, guck mal. Okay. Es ist gerade echt ungünstig, die Cutscene. Aber gut, steht richtig. Da haben sie übrigens extra einen Dialog gemacht, falls man es schafft, ihn zu besiegen, bevor er zurückkommt. Das finde ich so ein schönes Detail. Dann ist er so, dann kommt er mit dem Dynamit an und ist so ein bisschen, oh, war es die Party schon vorbei? Finde ich wirklich sehr schön, dass die an so Sachen gedacht haben. Das sind so die kleinen Details, ne? Da finde ich immer, das unterscheidet ein gutes Spiel und ein großartiges Spiel. Diese kleinen, diese Liebe zum Detail einfach. What the fuck? Kommen da einfach eigentlich jetzt immer mehr? Sehr schön. Genau wie geplant. Alles klar. Geben wir ihm den Rest. Das ist zum Beispiel genau so eine Situation, vor der ich Angst gehabt habe. Uiuiuiui. Ich habe einen Magnum-Schuss. Ich weiß nicht woher, aber gut. Den könnte ich schon benutzen, aber der müsste schon sitzen, ne?
Oh, das ist halt eben echt gemein. Oh, shit. Shit. Das war ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack gerade. Und die Kettensägenfrau steht immer noch neben mir. Oh Gott. Raus aus der Nummer. Und zwar sowas von. Okay, ich muss ein bisschen nützliche Munition zusammenkriegen. Oh, wenn ich doch nur eine Granate noch hätte. So schön, wie die da alle zusammenstehen, ne? Ich komme halt nicht wirklich dazu, den überhaupt anzugreifen, solange hier so Party ist. Ich muss mal gucken, oh Gott, ob ich vielleicht hoffentlich nicht stecken bleibe. Ich muss mal gucken, dass ich die ein bisschen ausdünne irgendwie. Vor allem die Kettensägenfrauen müssen echt mal weg hier. Ah, come on, dude. So uncool. Und die Hitzaum von dem El Gigante ist auch uncool. Ist nicht für die Situation hier gemacht. Aber das war gerade so schön, dass der ernsthaft... Nee, warte mal, das war Luis. Okay. Ich dachte, der hat gerade seinen eigenen Freund aus dem Weg gekickt, weil er gestört hat. Das Problem, das ich jetzt ganz stark habe, ist, dass ich keine Heilung mehr habe. Das ist ungünstig. Vor allem, wenn er da hinter mir so rumwedelt. Shit. Nein! Oh Gott! Jetzt würde ich gern neu laden. Mein letzter Magnum-Schuss in die Kisten hinten versemmelt. Ah, oh, damn it. Wo ist die Kettensägenfrau? Ich sehe sie nicht. Okay. Messer kaputt. Ich hoffe, ich habe noch eins. Ja, ich habe noch ein paar Küchenmesser. Okay, die ist tot immerhin. Gut. Wenn jetzt kein Nachschub mehr kommt, haben wir wenigstens nur noch den da. Als ob der nicht problematisch genug wäre. Vor allem, wenn ich seinen Wurm nicht treffe. Aber gut. Ja, das wäre auch eine Idee. Aber der ist jetzt schon so geschwächt, Luis. Ich will den Loot, weißt du? Und wir kriegen für die Luke kein Loot. Kein Lukenloot. Merk dir das, Luis. Für die Zukunft. Es gibt keinen Lukenloot. Oh, come on. Ja, ich meine, ehrlich gesagt, jetzt habe ich halt nur noch so alte Buttermesser. Vielleicht sollte ich dann lieber doch auf ihn schießen, definitiv.
Aber andererseits habe ich auch keine Waffe mehr, mit der ich wirklich viel Schaden raushauen könnte. Komm schon, Luis, wir schaffen den. Der kann nicht mehr viel aushalten. Nein! Shit! Ich wollte gerade noch hochhüpfen. Chance verpasst. Jetzt komm schon. Mein Gott, ein bisschen sehr tough, ne? Holy shit. Genau richtig. Ja. Ein roter Viereckstein. Hey, ich glaube, hier können wir durch. Puh, das war wild. Das war lustig. Ich habe in der Mine einen Schatz vergessen. Und es gibt keinen Weg zurück mehr. Naja, Leon. Dann laden wir nochmal neu und machen alles nochmal. Nee, Scherz. Keine Sorge. Nee, wartet mal, ist das nicht sogar... Komm ich da nicht noch sogar... Ich weiß es nicht. Ich glaube, da kommen wir her, aber auf jeden Fall liegt da hinten irgendwo noch irgendwas. Eine Granate? Oh, die hätte ich brauchen können. Naja, okay. Cool. Wieder mal stehe ich ganz schön ohne irgendwas da, aber zum Glück ist ja Luis unser Munitionsautomat, unser Endloser. Nur Heilung wäre gut. Heilung haben wir jetzt gerade wirklich gar nicht mehr. Ich wollte eigentlich mal kurz zu unseren Schätzen schauen. Genau, weil ich kann jetzt hier einen gelben Edelstein einsetzen und dann ist die Krone 100.000 wert. Gut, dass wir gewartet haben, weil jetzt haben wir einen sehr, sehr wertvollen Schatz. Na los. Sollte er den Sound nicht erst abspielen jetzt? Wie sieht's aus? Ja. Mann, war das anstrengend. Die pferchen die Dinger sogar hier unten ein? Das hier ist für sie heiliger Boden. Hier unten haben sie Las Plagas entdeckt. Eingeschlossen in uralte Bernsteinvorkommen. Na klar, was auch sonst. Okay. Ich finde, wenn das heiliger Boden ist, könnten die mal ein bisschen durchwischen hier, oder? Also wenn die sich so um ihren heiligen Boden kümmern, dann will ich gar nicht wissen, wie die sich um den unheiligen Boden kümmern. Du willst doch nicht etwa mit diesem Ding fahren. Siehst du noch eine andere Möglichkeit? Okay. Leute, dann machen wir für heute Schluss. Heute gab es nur El Gigante Kampf, aber ich habe es euch beim letzten Mal schon gesagt... Ich will genug Folgen produzieren können die Woche. Ich will es schaffen, dass vielleicht die Woche sogar wirklich mit Let's Plays und Stream-Aufzeichnungen voll wird. Dass jeden Tag was kommt. Das wäre mein Traum. Und das schaffe ich nicht, wenn wir immer überziehen. 20 Minuten ist mein Zeitfenster, das ich mir vorgenommen habe. Vielen Dank fürs Zusehen. Und beim nächsten Mal beginnt die Gondelfahrt, auf die ich wirklich gespannt bin. Ich bin echt gespannt, was dann passiert oder wie das genau inszeniert ist. Bis dann, macht's gut. Tschüss.